Wasser. Au! Sesam salzig. Es riecht immer nach Sesam. Alter, was riecht das? So sieht's aus. Hat 4 Yuan gekostet. 4 Yuan sind umgerechnet. Ein halber Euro, also 50 Cent. Ein halber Euro. Ich nenne dich in der Mitte. Wie bist du mit der Mütze auseinanderschlagen? Irgendwas YouTube eine Geruchsfunktion einfach. Genau so. Was wirkt denn? Keine Ahnung. Der ist ein Herd. Nein. Doch? So viel. Na, irgendein Essen. Irgendein Essen, was wir den letzten Tag gegessen haben, hat sie gekochen. Also nicht so chemisch, aber. Das wird vielleicht von den Gewürzen. Die Chips hier sind die Blikinesen. Das weiße. Ich glaube Chips. Ja. Das ist nicht vegetarisch. Nein, ich weiß nicht, aber irgendwie essen muss. Wo riecht das? Nein, es wird erst die Richtung nach Krabbenchips. Magen. Gibt's das? Ja, das mag. Es riecht das so nach. Was? Warte, aber ich muss die Mehl. Also ich muss die Brotnote aussuchen. Das riecht so extrem noch. Ja, aber ja, auch voll witzig. Oha, es ist winzig. Ich dachte, das ist größer. So, ganz klar. Warte mal. 1, 2, 3. Ich schmecke. Mit Mais ein bisschen. Mhm. Suppen. Das wird so. Ein bisschen auf Mai. Es schmeckt ein wenig wie diese Gitterchips. Leicht. Diese dreieckigen Gitterchips. Ja, schon. Was, was die Würzigen nimmst, nicht die neutralen? Ich habe nicht sehr viel. Aber ich finde, das ist gut. Ich finde, das ist okay. Ja, jetzt ist die Kamera aus. Eigentlich haben wir dann mit dem Handy aufgenommen. Aber irgendwie habe ich die Aufnahme verloren. Upsi! Also verabschiede ich mich jetzt gleich und wünsche euch guten Appetit beim nächsten, was ihr esst. Und würde sagen, lasst ein Abo da. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was das ekligste war, was ihr jemals gegessen habt. Dann sage ich, macht's am allerbesten und haut rein. Ciao!